Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Was geht ab, Leute? Wir spielen heute wieder eine neue Folge. Wer bin ich? Zusammen mit Presentos. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Was geht? Auf Presents Kanal ebenfalls eine Folge aufgenommen. Checkt die auf jeden Fall aus. Und wir spielen heute Wer bin ich? Mit etwas anderen Regeln, denn wir werden versuchen, nicht mehr so hart zu tryharden. Das heißt, nicht mehr so heftig Sachen einzugrenzen und so. Und nach fünfmal Ja... Pikachu. Falsch. Nach fünfmal Ja... muss man halt abgeben. Ich werde es hier so schön aufmalen. Man sieht es nicht, es leuchtet zu hell. Werde ich schön aufmalen, wie viel häufig wir schon Ja gesagt haben, damit wir da vorgehen können. Okay. Wir müssen uns ein Pokémon ausdenken. Pikachu. Am Present beim zweiten Mal wird es auch nicht lustig. Ja, genau, vielleicht schon. Ich habe ein Pokémon. Okay, ich habe meins. Okay. Darf ich anfangen? Schnick, Schnack, Schnuck? Oder du? Ja, okay. Okay, Schnick, Schnack, Schnuck. Der gute alte Stein. Der gute alte Stein. Okay, Leute. Ich darf anfangen, logischerweise. Kommt mein Pokémon... Nein. Das machen wir nämlich nicht. Mein Pokémon. Ja. Hat eine Entwicklungsreihe. Oder ja. Gehört zu einer Entwicklungsreihe. Okay. Mein Pokémon ist das Basis-Pokémon dieser Entwicklungsreihe. Nein. Okay. Mein Pokémon hat eine Entwicklungsreihe. Ja. Mein Pokémon, die Entwicklungsreihe besteht aus drei Pokémon. Nein. Okay. Meine Entwicklungsreihe besteht aus drei Pokémon. Nein. Meine Entwicklungsreihe besteht aus zwei Pokémon. Ja. Okay. Ist es die Entwicklung? Nein. Meine Entwicklungsreihe besteht aus zwei Pokémon. Ja. Hatte ich schon gefragt, ob es Basis ist oder nicht? Nee, hatte ich noch nicht. Kann ich nicht sagen. Ist es das Basis-Pokémon? Nein. Hast du aber schon mal gefragt. Hab ich? Oh nein! Stimmt doch nicht, auch nicht, ich bin so doof. Also ist es das Basis-Pokémon. Nein, ja, ist es. Okay. Nein, ich bin so doof, ja. Also ist das Basis-Pokémon eine Entwicklung. Ach, mein Kurzzeitgedächtnis anscheinend, das tut mir gerade so weh. Das Pokémon entwickelt sich per Level ab. Ja. Ja? Ja. Okay. Interessant, interessant. Interessant und neu, so viele Pokémon. So das heißt, Pokémon, man kann das Pokémon ganz normal auf einer Route fangen mit einem Pokéball. Ja. Okay. Wobei, stopp, es entwickelt sich nicht per Level ab. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ja, Present, nein. Hast du auf jeden Fall deine Knowledge im Kopf. Ja, gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Aber nein, also bin ich dran. Okay. Mein Pokémon ist die Weiterentwicklung, die zweite Stufe, die Endentwicklung. Ja. Gut. Es ist die Endentwicklung. Ja. Mein Pokémon hat die RGB-Farben auf seinem Körper. Eine Farbe von den RGB-Farben. Ich schau kurz nach. Wie? Ich schau kurz nach. Macht das? Ja. Rot, grün, blau. Ja. Okay. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Hab sogar einen Guess. Hat mein Pokémon zwei Typen? Nein. Okay. Das war ein Guess, oder? Ja, das ist ein guter Guess, ne? So, das heißt, mein Pokémon entwickelt sich nicht per Level Up. Das heißt, mein Pokémon entwickelt sich auf einer besonderen... Also, wenn sich mein Pokémon entwickelt, muss kein Level Up vollzogen werden, ja? Also, keine Verneinung machen wir hier, ne? Wir machen ja, aber keine Verneinung. Ne, ist es ja nur... Nochmal, nee, keine Verneinung. Aber es ist ja quasi nur zum Nachfragen, weil jetzt zum Beispiel ein Pokémon, welches sich bei einem Entwicklungsstein entwickelt... Zum Beispiel wie Evoli kann sich ja zu Fulipurba an einem entwickeln. Also ja, dann du, guck mal, du fragst entweder das oder du fragst per Level Up mit einer Attacke oder so. Das, du kannst ja jetzt ja, keine dann, Verneinung machen. Habe ich so eine Verneinung. Ohne Verneinung. Wahrscheinlichkeit auf eine Nein. Ja, wirklich. Deswegen machen wir keine Verneinung jetzt. Das war der Grund dafür. Deswegen haben wir doch damals uns. Ja, ich habe doch damals voll getryert mit den Verneinungen, Alter. Als wir das damals vor einem Jahr gespielt haben. Nach okay. Monaten. Doofkopf, weißt du, der, oh, kritisch, Verneinung. Okay, mein Pokémon entwickelt sich per Tausch. Nein. Okay. So, mein Pokémon hat nur einen Typus. Ja. Also, beide Pokémon aus der Entwicklungsreihe haben nur einen Typus. Muss ja sein. Nein. Nein, Spaß. Ich wollte sagen, gibt es das überhaupt? Ich weiß es nicht. Mein Pokémon entwickelt sich auf eine normale Art und Weise. Ich glaube, nein. Also per Level Up. Nein. Okay. Okay. Mein Pokémon entwickelt sich... Also, die Sache ist, ich habe ja gefragt, ob es sich per Level Up entwickelt. Du meintest nein, ja?
Ja. Aber wenn sich ein Pokémon durch Level-Up entwickelt, zum Beispiel neben dem Pflanzenschein für Fulipurba, wäre es ja nochmal was anderes, ne? Meine Aussage war, es entwickelt sich nicht per Level-Up. Was du jetzt daraus machst, ist deine Sache. Ja, weiß ich, okay. Muss für die Entwicklung ein Level-Up vollzogen werden? Nein. Nein? Okay. Nein. Okay. Okay. Mein Pokémon, es ist, also die Basisstufe, entwickelt sich auf eine, also es ist eine normale Entwicklung, ne? Du hast eine ganz normale Entwicklungsanimation. Ja. Bevor er irgendwie ganz viele Mega-Entwicklungen ja. sagen, ihr macht vielleicht das lieber so. Okay, es ist also eine normal entwickelte Form, aber nicht auf eine normale Art und Weise, also nicht per Level-Up. Ja. Das heißt, es muss kein Level-Up vollzogen werden, damit sich dieses Pokémon weiterentwickelt, die Basisstufe davon. Das ist eine Verneinung. Habe ich das gesagt? Okay. Warte kurz. Hattest du vorhin eine Verneinung gemacht? Nein. Okay. Ich habe es gefragt. Ich habe geradeaus gefragt. Muss ein Level-Up vollzogen werden? Ja, stimmt. warte. Nee, es muss kein Level-Up. Will ich das wissen? Schwierig. Warte mal ganz kurz. Braucht man einen Zusatz, damit sich das Basis-Pokémon weiterentwickelt? Also ein Item meinst du oder so? Ja, ein Zusatz. Es kann ein Item, Attacke, Tausch sein. Also du kannst es nicht ohne weiteres entwickeln. Ja. Okay. Ah, oh, das ist jetzt schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Mann, wieso haben wir so dumme Entwicklungssachen genommen? Das ist so... Okay. Nein. Oder doch. Okay. Normales... Also du musst ein normales Level-Up vollziehen. Also du schon mit einem Zusatz, aber es ist ein Level-Up vonnöten. Das meine ich damit. Okay. Gut. Du bist dran. Ah, ja, ich bin immer noch dran. Oh. Ist normales Level-Up vonnöten? Ist... Oh, okay, das ist jetzt interessant. Ist eine besondere Mechanik vonnöten? Nein. Okay. Okay, reden wir hier von einer normalen Entwicklung, Present. Wie bitte? Reden wir hier von einer normalen Entwicklung. Was meinst du mit normaler Entwicklung? Dim. Ja. Okay, also keine Mega-Entwicklung oder so. Nein. Weil als du das gefragt hast, dachte ich so, ja, was ist, wenn Present eine Mega-Entwicklung hat und deswegen mich das fragt. Aber okay. Man braucht ein Item, um das Pokémon zu entwickeln. Ja. Ja? Ja. Also ein Evolutionsstein. Das ist meine Frage, du kannst jetzt nicht mit den Schultern zucken. Das war meine Frage. Ja, okay, ja. Ich dachte, es ist sozusagen so eine Art Follow-up. Nee. Um was? Also ein Evolutionsstein. Ja, ein Evolutionsstein, ja. Okay. Alright. braucht man einen Feuerstein? Nein. Okay. Okay. Es ist per Level-Up, das heißt, ich entwickle mich nicht per Stein weiter. Ja. Keine Mechanik ist vonnöten. Das heißt, nicht sowas wie, ich muss mein 3DS umdrehen. DS auf den Kopf drehen, nee. Für Dingens. Ist klar, also ist Skala zu mal. Ist klar. Ja, ist Skala XD. Okay. Das heißt, mein Pokémon hat nur einen Typus, hatten wir ja gesagt. Ja. Ne? Mein Pokémon, also ganz so, nee, das ist doof. Muss ich kurz überlegen. Ist mein Pokémon oder die Entwicklungsreihe Teil einer besonderen Form? Nein. Okay. Wir haben gesagt, bei mir die komplette Entwicklungsreihe besteht aus zwei Pokémon. Also jetzt ist es keine Evolution oder so. Also es besteht wirklich die komplette Entwicklungsreihe nur aus zwei Pokémon. Ja. Okay. Und mein Pokémon hat nur einen Typen. Ja. Ja? Ja. Okay, also das ist schon mal nicht Alola Sandama oder Alola... Vulnona. Der heißt, den Eisstein kann ich schon mal ausschließen. Den Feuerstein kann ich auch ausschließen. Es hat nur einen Typen. Das heißt, Kipi und Pummeluff sind es auch nicht. Was entwickelt sich noch durch den Mondstein? Ach, es gibt bestimmt so ganz crazy Pokémon. Du weißt schon, welchen Typus Pipi hat, ne? P. Ja. Ja. Ein Typen. Ja. Ja, ich habe gefragt, ob es nur einen Typen hat. Du hast ja gesagt. Ja. Du hast gemeint, dass du Pipi ausschließen könntest. Ja, weil es drei Entwicklungen hat. Das ist ein Argument. Also drei Entwicklungen, die Entwicklungsreihe besteht aus drei Pokémon. Entwickelt es sich aus dem Wasserstein? Nein. Okay. So, jetzt ist es interessant. Es ist per Level-Up, keine besondere Mechanik, hatten wir gesagt. Das ist alles klar. Was war meine letzte Frage überhaupt? Jetzt muss ich kurz mal überlegen. Achso, ob es eine besondere Entwicklung irgendwie so... Ah, ja, stimmt, so Alola-Form-mäßig. So. Ja. Also irgendeine besondere Form oder so.
Gut, kann ich das Basis-Pokémon auf eine normale Art und Weise fangen? Per Pokéball, im Gras, muss ich kurz nachschauen tatsächlich. Ja, kannst du ganz normal fangen. Kann man ganz normal fangen. Kannst du ganz normal fangen. Muss ich ein Item beim Level abtragen? Nein. Okay. Hast mich auch schon mal gefragt, by the way. Nee, hab ich nicht. Nein, doch. Ein Item zu entwickeln. Ja, ich weiß. Nö, ja, hast mich, glaube ich, sogar tatsächlich auch schon gemacht. Aber ist egal. So, Blattstein. Ja. 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 Okay, ein Pokémon mit einem Typen, also nur von Typ Pflanze. Es ist nicht Fully Purba, besteht aus zwei Pokémon mit einem Blattstein. Du wirst es wahrscheinlich schon haben, oder? Ja, ich schau einfach nicht hin. Ich hab Angst, Mann. Mit dem Blattstein. Also es ist ein Pflanzen-Pokémon, ja? Ja. Ja. Ich glaube, ich weiß es. Fängt mein Pokémon mit V an? Nein. Es ist Vegeta. Nein. Nein? Und es fängt echt mit V an? Warte, was? Oh Mann, ey. Als ob. Ich dachte, safe, es wäre Vegeta. Safe. Okay, warte mal, jetzt muss ich kurz nachdenken. Okay, es fängt mit V an. Das ist halt trotzdem richtig guter Hinweis, aber ich dachte, safe, es ist Vegeta. Okay, warte mal, jetzt kurz. Okay, du kannst halt nächste Runde vielleicht zwar da nicht erraten. Ja, aber du hast halt Blattstein, das ist doch blöd. Okay. Kein Item. Das Einzige, was mir halt noch einfällt, ist Tausch oder irgendwie eine Attacke. Das würde mir noch einfallen. Das ist auch eine 50-50. Oder es gibt halt noch irgendwas, was ich jetzt hier nicht im Kopf habe. Es entwickelt sich halt nicht auf eine besondere... Also es ist eine besondere Art und Weise, wie es sich weiterentwickelt. Ne? Hatten wir ja festgelegt. Ja. Aber trotzdem muss ein Levelaufstieg gemacht vollzogen werden. Genau. Das heißt, wenn das alles gegeben ist... Beim Tausch muss kein Levelaufstieg vollzogen werden. Also muss dieses Basis-Pokémon eine bestimmte Attacke haben. Nein. Hä? Okay. Was ist das denn? Wow. Nicht Viridium. Hey, warte mal ganz kurz. Ist der. Also, der deutsche Name ist mit V. Ja. So auf dem Schlauch, ne? Ja, ich weiß. Und ich stehe auch auf dem Schlauch. Wir beide stehen halt auf dem Schlauch. Aber ich müsste es eigentlich schon längst wissen. Du bist noch weit weg, kann ich dir sagen. Du bist noch weit weg. Wurde das Pokémon schon mal in der GPA gepickt? Nö. Okay. Nö. Kommt ein Pokémon aus der vierten Generation? Ja. Okay. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, weil ich dachte gerade, weil vierte Gen, da kenne ich mich am wenigsten aus. Oder? Nee, kommt's nicht. Moment. Okay, du bist dran. Okay. Wow, es ist nicht Vegeta, Alter. Warte, es war schon die Entwicklung, ne? Okay, ich glaube, ich weiß es. Es war schon die Entwicklung, ne? Also es war nicht das Basis-Pokémon, es war schon die erste Entwicklung. Nein, wir haben die ganze Zeit das Basis-Pokémon gesagt. Ernsthaft? Ja. Okay, du bist... Okay, Eins ab! Mann, du kennst es jetzt, das ist so dumm. Jetzt muss ich es halt erraten. Okay, das Einzige, was ich jetzt mir noch denken kann. Eins der beiden Pokémon, also beide Pokémon kommen nicht aus der gleichen Generation. Ja. Oh nee, okay. Ich hab mich da nicht voll verraten, das ist so dumm. Ja. das ist eine 50-50. Das Basis-Pokémon kommt aus der vierten Generation. Ja. Oh! Okay, da gibt es jetzt nicht so viel. Nur einen Typus. Ich glaube, ich weiß es. Dann sag's. Nee, weiß ich nicht. Ich habe jetzt an Traumagil gedacht und Traunfugil, aber es ist Perfinsterstein. Das heißt, das ist auch nicht. Es muss also per Level haben. Jetzt nehme ich mir die Zeit, Mann. Weil jetzt, so oder so mein letzter Guess. Das heißt, es muss ein Pokémon sein, was ein Basis-Pokémon der vierten Generation erhält. Traunfugil kommt übrigens aus der zweiten Gen Present. Ja, stimmt. Ja, Traumagie kommt aus der vierten. So, ja, so warte mal. Das heißt, was gibt es? Kramchef ist der vierten Gen. Okay, Baby-Pokémon wahrscheinlich. Kusilla, Elekid, Magby. Jetzt ist Pokerface, Alter. Der hat gar keinen Bock, Alter. Okay. Kusilla. Das heißt, Kusilla ist. Also, Rosanna ist Eispsycho. Das kann es ja nicht sein. Hat nur einen Typus. Magby hat zwei Entwicklungen. Elekid hat zwei Entwicklungen. So. Dann haben wir, was haben wir noch? Kramurx Kramchef, aber Kramurx ist, ne, aus der zweiten Gen. Was haben wir noch aus der zweiten Gen? Was, oder nicht nur aus der zweiten Gen, halt in der vierten Gen. Was halt vorher eine Entwicklung hatte. Magnezone, aber das wäre auch ebenfalls. Also, ne, ist halt vorher.
Wir brauchen Basis-Pokémon. Was eine Vorentwicklung? Ah, was könnte das sein? Also ich bin auf der Timer läuft. Nee, hier gibt's keinen Timer, Alter. Okay, warte mal ganz kurz. Basis-Pokémon. Du hast es halt so oder so. Lass mich jetzt immer meinen Gedankengang zu Ende führen. Irgendwann habe ich eine Frage, wahrscheinlich, wo ich sowieso ans Ende stoße. Lass mich mal kurz überlegen. Ist das Pokémon... Kommt die Vorentwicklung... Nee, warte mal. Nee, stopp. Die Vorentwicklung kommt aus der vierten Gen. Ja, immer noch. Ich habe nämlich gerade an Schlurpleck gedacht. Nee, das ist auch nicht. Jetzt, present. Nein, ich hab Zeit. Nee, da hast du nicht unendlich Zeit. Du cheaterst, doch. Nee, doch. Da hast du nicht unendlich Zeit. Lass mich mal überlegen. Also, oh Gott. Jetzt frag endlich, komm. Okay. Das Pokémon ist ein Baby-Pokémon aus der vierten Generation. Nein. Nein, nein, nicht das Pokémon, also das Basis-Pokémon aus der vierten Generation. Ja, Präsident. Ja, nein, ich hab das blöd von mir, was ich meine. Okay. Kommt die Entwicklung aus der ersten Generation? Nein. Okay, ich hätte jetzt Relaxo gesagt. Nein. Ja, okay. Es ist Vegimak. Ja, ist es. So. Doofkopf, Alter. Mein Pokémon kommt aus der... Also, die Vorentwicklung kommt aus der vierten Gen. Ja. Und entwickelt sich per Freundschaft in der Nacht. Hey, dann ist es doch Kramchef. Na, hä? Nee, was? Nee, geht ja nicht. Kann gar nicht sein. Ja, aber Kramchef vierte Gen. Ich finde es interessant, dass du nicht drauf kommst, Mr. Third Gen Master. Es kommt aus der dritten Generation. Ich hätte nie gedacht, dass er aus der dritten Generation ist. Moment. Mr. Third Gen Master. Warte, was gibt's in der dritten... Moment. Dunkles Pokémon der dritten Generation. Es ist nicht dunkel. Ja, weil... Du hast auch nach der Farbpalette schon am Anfang gefragt. Ja, aber RGB, das kann ja halt alles sein. So. Also es muss ja nur ein Teil davon haben. Ich habe ja nicht gesagt, dass es rot, grün, blau sein muss, sondern... Dunkles Pokémon kann ja auch was Blaues da haben. Third Gen... Also kommt, die Weiterentwicklung kommt also aus der dritten Generation, ist klar. Bla bla bla. Welches Pokémon? Kommt züchten kannst du es nur mit einem Scheurauch. Ich habe gar keine Ahnung von diesen Rauch-Items. Gar keine Ahnung. Ich weiß nur, dass, glaube ich, Relaxo den Lachs rauch. Ja, das weiß ich so. Auch. Den Rest weiß ich nicht. Also ist es ein Geist- oder Unlicht-Pokémon? Nein. Nee. Per Dunkel? Psycho? Ja. Naduxatu sind's nicht. Lunastein, Sonnenfeld, also, ich nehme einfach so gute Pokémon, Alter. Ich bin so klug. Natuxatu kommt übrigens aus der zweiten Gen Present. Ja, ich weiß. Ich bin ja da Psycho-Pokémon durchgegangen. Bei was ist es? Weißt du es nicht? Nee, weiß ich nicht. Dann habe ich gedacht. Dann habe ich schon vorher gedacht. Aber du hast es nicht gesagt. Nee, ich hatte irgendeine Frage gestellt, die mich das dann verwerfen hat lassen. Ich hab daran vor 10 Runden oder so gedacht. Palim, Palim! War es tatsächlich. Mr. Third Gen Master. Nee, das kannst du nicht Third Gen Master nennen. Also ja, bitte. Komm, Alter! Nee, aber die Sache ist, ich habe irgendeine Frage gestellt, wodurch ich meinen Gedanken verworfen habe, weil ich habe auch an Klingplim gedacht erstmal. Mhm. Ja, aber Klingplim. Ja, aber wenn Klingplim, dann kann man ja auch auf Palim, Palim kommen. Ich wusste aber halt auch nicht, dass sich das durch Freundschaft bei der Nacht entwickelt, Alter. Kein Plan. Ja, aber also, das. Als ob jemand jemals gezielt. Oh, Klingplim, das sind wirklich hier zu Palim, Palim und nimmst du mein Team. Ja, das ist. Kritisch. Aber ja. Ein Win ist ein Win, sage ich da, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Schaut auf jeden Fall bei Present vorbei. Dort haben wir ebenfalls eine Folge aufgenommen. Present, du hast die letzten Worte. Ich hasse mein Leben. Tschüss. Hey, tschüssi.